Hey Leute, heute möchte ich mit euch mal ein bisschen über das Thema Fahrwerk sprechen. Ich habe nämlich in letzter Zeit ein bisschen recherchiert, weil ich mir neue Reifen für mein Motorrad holen wollte. Und da ist mir aufgefallen, dass sich in den Foren manche Leute ganz furchtbar darüber aufregen, dass ein neuer Reifen XY bei ihnen ein Sägezahnmuster im Reifen hervorgerufen hat. Bei dem Thema herrscht scheinbar ein bisschen Verwirrung und deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein kurzes Video darüber und zeige euch, was man am Fahrwerk umstellen muss, dass diese Sägezahn eben verschwindet. Das Ganze hat natürlich noch den schönen Nebeneffekt, dass die Reifenlaufleistung erhöht wird und man einfach ein bisschen mehr Kilometer auf den Reifen drauf fahren kann. So, also wir schauen jetzt quasi von der Seite vom Auspuff her auf den Reifen, auf den Hinterreifen. Und ich zeige jetzt mal, wie das bei mir ausschaut, und zwar ziemlich furchtbar. Also hier an dieser Profilrille sieht man es eigentlich ganz schön. Bei mir ist auch eben auch ein sehr ausgeprägter Sägezahn vorhanden. Und hier diese Profilkante hier, diese vordere, das ist die, die als erstes den Asphalt berührt, weil der Reifen dreht sich quasi in die Richtung. Und das ist die hintere. Und wie man sieht, ist eben die vordere halt viel stärker abgenutzt und verschlissen. Und die hintere, die steht halt so richtig rauf. Ich denke, man kann es erkennen. Und das ist eben bei jeder Profilrille hier der Fall. Und das ist eben genau dieses Reifenbild, wie es eben nicht ausschauen soll. Also bei mir war es eben so, dass ich dieses Verschleißbild auch erst vor kurzem festgestellt habe, vor circa 1000, 1500 Kilometer vielleicht. Habe dann ein bisschen recherchiert, wie man da Abhilfe schaffen kann. So, und bevor ich eben diese Einstellungen gemacht habe, war es eben auch hier in der Mitte relativ stark ausgeprägt mit diesem Sägezahn. Aber hier hat sich es dann noch so ein bisschen geheilt. Also nochmal, hier ist die Mitte vom Reifen. Und ich würde sagen, vielleicht so bis hier oder so ist das Verschleißbild ziemlich gut. Das heißt, nach meiner Umstellung vom Fahrwerk hat sich es ungefähr bis hier noch geheilt. Alles, was danach kommt, ja, da fahre ich dann praktisch zu wenig und deswegen hat sich da nicht mehr so viel getan. Aber hier, wo man halt am meisten fährt, ist es dann eigentlich relativ gut geworden. Also man sieht hier auch nochmal ganz schön dieses ganz feine Wellenmuster. Das ist eben genau, wie das Reifenbild ausschauen soll. Und wenn man das Fahrwerk so eingestellt hat, dass es eben so ausschaut, dann holt man zumindest an Laufleistung das meiste aus dem Reifen raus. So, wie stellt man jetzt das Fahrwerk richtig ein? Im Endeffekt hat man bei der V-Strom dann nur zwei Stellrädchen. Das eine ist eben hier dieses Handrad. Wie man sieht, steht es da auch drauf, Hard Soft. Da kann man eben die Federvorspannung einstellen. Das heißt, wir können praktisch einstellen, wie der Negativfederweg ist. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich denke, das weiß jeder selbst, wie man das einstellt. Das hängt eben von der Beladung ab, vom Körpergewicht. So, und die Zugstufendämpfung, die ist ein bisschen versteckt, die ist hier ganz unten. Da sieht man es. Das ist dieses kleine Schräubchen da oben. Das kann man eben Richtung Hard und Soft drehen mit einem kleinen Schraubenzieher und stellt darüber die Dämpfung ein. So, ich komme mit meinem Stativ fast gar nicht so weit runter. Also das hier ist die Schraube. Wenn man die ganz reinschraubt, so wie es jetzt der Fall ist, ist es standardmäßig 1,5 Umdrehungen offen. Das heißt, halbe, eine, anderthalb. So ist die Standardeinstellung. So, wenn man es jetzt noch weiter aufschraubt, ist man bei 2, 2,5, 3. Ja, drei Umdrehungen hat man quasi Einstellraum, das heißt, es ist genau in der Mitte im Endeffekt. Und genau, da kann man jetzt ein bisschen spielen. Und in 99% der Fälle wird es eben so sein, dass das Fahrwerk zu weich ist. Das heißt, man muss es einfach härter einstellen. Das heißt, mehr zu, schraubt die Schrauben weiter rein. Und das ist einfach deswegen so, weil das Öl mit der Zeit verschleißt. Und wenn es verschleißt, wird es immer dünnflüssiger. Das heißt, die Dämpfung wird immer weniger und deswegen entsteht bei manchen eben auch dieses Sägezahnmuster. Also wird niemals so sein, dass das Öl irgendwie dickflüssiger wird oder irgendwas. Es wird immer dünnflüssiger mit der Zeit. Und deswegen muss man eben das Fahrwerk ein bisschen nachjustieren und das Fahrwerk härter einstellen. Genau, und diese Zugstufendämpfung, das ist eben die einzige Dämpfung, die man bei einer V-Strom einstellen kann. Es gibt bei manchen Motorrädern noch
ein Rädchen für die Druckstufe. Das gibt es jetzt leider nicht. Aber ich finde es cool, dass sie überhaupt das einstellbar gemacht haben. Und ich hoffe auch, dass es weiterhin solche manuell einstellbaren Fahrwerke gibt. Bin da ehrlich gesagt jetzt nicht so der Fan von diesen elektronischen Fahrwerken. Bei vielen Motorrädern, die elektronische Fahrwerke haben, hat man halt dann einfach nur die Einstellmöglichkeiten zwischen dynamisch und komfortabel und sonst was. Aber solche Sachen wie die Druckstufe oder Zugstufe kann man dann eben gar nicht einstellen und das finde ich halt an der Stelle schade. Deswegen bin ich eigentlich schon ein Fan von solchen manuell einstellbaren Fahrwerken. Also so kompliziert möchte ich es eigentlich gar nicht machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was diese Zugstufendämpfung bewirkt. Ich habe jetzt die Zugstufe komplett aufgemacht, das heißt, es ist so weich wie es geht. Quasi keine Dämpfung. Und jetzt schauen wir uns mal an, was mit dem Heck passiert, wenn man hier drauf drückt. Also das Moped steht jetzt frei. Ich drücke jetzt einfach nur drauf und lasse es mal ein bisschen federn. Also wie man sieht, federt das Moped nicht nur hoch, sondern es schwingt auch nochmal so richtig nach. Achtet da nochmal drauf. Und dieses Nachschwingen, das soll eben nicht passieren. Deswegen schrauben wir es jetzt mal auf hart, beziehungsweise wir schrauben die Zugstufe praktisch zu. Wir haben quasi kein Nachfedern oder Nachschwingen wie vorhin. Dämpfung ist deutlich besser. Aber selbst jetzt, wo die Zugstufendämpfung maximal zugeschraubt ist, fehlt das noch relativ schnell aus. Und das ist eigentlich zu viel. Es soll eigentlich so circa ja, fast eine Sekunde dauern, bis es wieder ausfedert. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass das Fahrwerk verschlissen ist, beziehungsweise das Öl im Federbein ist verschlissen. Und das sollte man eben dann mal austauschen in dem Fall. Das war's auch schon wieder. Ich wollte euch im Prinzip nur ein bisschen dafür begeistern, am Fahrwerk ein bisschen rumzuschrauben. Da kann man nichts kaputt machen. Probiert es einfach mal ein bisschen aus. Meine Empfehlung ist, stellt es ein bisschen härter ein. Das verbessert das Fahrverhalten, den Fahrkomfort und auch die Laufleistung des Reifens. Also man kann praktisch nur gewinnen. Probiert es einfach mal aus. Wenn es euch nicht taugt, könnt ihr es einfach wieder zurückstellen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Zuseher, der ein Federbein von einem anderen Hersteller hat, zum Beispiel Wilbers oder Hyperpro bietet, glaube ich, auch welche an. WP, weiß ich nicht. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.